Die globale Krise, in der wir sind, haben die meisten Menschen in meinen Augen noch nicht wirklich begriffen als ein Zusammenhängen von Pandemie, von Klimakrise, von Artensterben und eben es sterben jetzt Menschen. Land unter in Deutschland. Das Ausmaß der Verwüstung durch die sintflutartigen Regenfälle kaum fassbar. Die Todeszahlen beklemmend. Die Politik, überrascht von den Naturgewalten, gelobt Konsequenzen, wieder einmal. Wir werden immer wieder mit solchen Ereignissen konfrontiert werden. Und das bedeutet, dass wir bei den Maßnahmen zum Klimaschutz mehr Tempo brauchen. Europäisch, bundesweit, weltweit. Tatsächlich häufen sich extreme Wetterverhältnisse. Unlängst Rekordtemperaturen und Waldbrände im Westen Kanadas und der USA. Ganze Ortschaften werden vom Flammenmeer ausgelöscht. Das sind Auswirkungen des Klimawandels. Es ist real. Es ist durch den Menschen verursacht. Und es erreicht uns Jahrzehnte früher, als die Wissenschaftsmodelle vorhergesagt haben. Egal ob Kalifornien oder das Bergische Land. Egal ob Feuer oder Wasser. Die Umweltkatastrophen hinterlassen global eine Spur der Verwüstung. Eckart von Hirschhausen ist bei uns, Arzt, Autor, Moderator. Wenn eine Badewanne voller Wasser auf einen Quadratmeter niederkommt, wie kann man sich darauf vorbereiten? Kann man da vorbeugen? Mir geht es noch sehr nach, was Armin Laschet auch über den Feuerwehrmann gesagt hat. Und das erinnert mich an viele Themen, die wir auch in den letzten Sendungen, wo ich eingeladen war, gehabt haben, wo Aspekte eine Rolle spielen. Ja, wo die Pflegefachkräfte ihren Körper hingehalten haben in den ersten Covid-Wellen und so weiter. Wir sind in einer Situation, die extrem bedrohlich ist. Und da helfen uns auch nicht mehr die Blicke auf einzelne Schicksale, sondern wir müssen das System dahinter verstehen. Mhm. Wir müssen verstehen, dass die Klimakrise die größte Gesundheitsgefahr ist, die wir haben. In all ihren verschiedenen Auswirkungen. Mit Hitzetoten, 20.000 in Deutschland. Weltweit sind wir auf Platz Nummer 3. Darüber wird sehr, sehr wenig gesprochen. Im letzten Jahr waren mehr Menschen im August an Hitze gestorben als an Covid. An Covid. Mhm. Das heißt also, wir brauchen dringend eine Verschiebung sozusagen der Prioritäten. Ich bin nicht für Panik, aber ich bin für Priorität. Und ich kann es auch nicht mehr hören, dass wir nur 2% emittieren. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir hätten längst 100% erneuerbare Energien haben können. Mhm. Es gibt diese technischen Lösungen. Wir müssen nicht auf Innovationen mit Wasserstoff und so weiter warten. Das ist wirklich, ich bin richtig wütend, weil ich sehe, wie die Menschen leiden, wie es eine Katastrophe mit Ankündigung ist. Die Wissenschaft hat das vorher gesagt, die Science is for Future. Claudia Kempfert war dabei, mein Bruder war dabei. 28.000 Leute haben das unterschrieben, als Fridays auf die Straße ging und diese Arroganz der Politiker immer noch so tun, als ja, wir machen ja schon so viel. Das ist einfach Bullshit, das muss man so deutlich sagen. Einem CO2-Molekül ist es völlig egal, aus welchem Land es kam, so egal wie es einem Virus ist, wie ob wir Mensch oder Tier sind. Klar. Die globale Krise, in der wir sind, haben die meisten Menschen in meinen Augen noch nicht wirklich begriffen als ein Zusammenhängen von Pandemie, von Klimakrise, von Artensterben und eben es sterben jetzt Menschen. Eckart von Hirschhausen, die Frage noch mal nach dem Zeitpunkt. Teilen Sie den Pessimismus von Karl Lauterbach? Wissenschaftlich hat er leider sehr recht. Wir haben uns auch zu diesen Fragen schon oft ausgetauscht. Aber Pessimismus hilft uns nicht weiter. Wenn wir uns einmal klar machen, ich bin mit Harald Lesch befreundet und habe ihn für mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, auch zitiert mit diesem großartigen Satz, Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Also das, was Christiane Hoffmann gerade beschrieben hat, dass wir immer glauben, irgendein CO2-Molekül ist schon beeindruckt, wenn wir 2015 in Paris unterschreiben oder wenn die USA jetzt wieder oder auch Frau von der Leyen etwas verkündet, da ist noch kein CO2-Molekül wieder zurückgekehrt. Und mit Karl Lauterbach und Ursula von der Leyen sind ja auch drei Ärzte mit diesem Thema beschäftigt. Und deswegen möchte ich nicht nur über Infrastruktur reden, sondern ich möchte auch darüber reden, was macht es mit uns Menschen. Mhm. Wer glaubt, dass Wirtschaft wichtiger ist als Gesundheit, kann ja mal versuchen, sein Geld zu zählen, während er die Luft anhält. Diese Priorisierung von Wirtschaft, die geht mir derartig auf den Sack. Ich möchte es mal so deutlich sagen. Warum?
weil wir immer noch einer Wachstumsideologie anhängen, die krank ist. Und die in den USA auch sozusagen wir haben jetzt 1000 Milliarden irgendwie europaweit, um wieder Wirtschaft anzuschieben. Dieses Geld ist nicht automatisch gekoppelt. Und das war eine große Forderung auch von weltweiten Gesundheitsverbänden, Healthy Recovery, zu sagen, wenn wir so viel Geld investieren jetzt, lass uns das doch bitte mit der Priorität tun, wirklich diese Nachhaltigkeit an erste Stelle zu stellen. Es gibt Dinge, die sind irreversibel. Und ich glaube, dass das auch ein Denkfehler ist. Wenn man ein Ei in ein heißes Wasserbad tut, ja, mit 42 Grad, dann ist es irgendwann hart. Wenn das Wasser abkühlt, wird es nicht mehr weich. Woraus bestehen wir? Wir bestehen auch wie ein Ei aus Wasser und aus Proteinen. Unser Hirn ist bei 42 Grad im Arsch. Ich werde jetzt sehr deutlich. Es ist irreversibel gestört. Warum geht jedes Feldblatt-Thermometer auf der Welt nur bis 41 Grad? Weil wir mehr nicht aushalten. Das heißt, es ist eine absolute Illusion, dass wir Menschen uns an Dinge gewöhnen werden. Damit haben wir uns lange sozusagen rausgeredet. Wir dachten, wir sind so reich, wir werden uns da irgendwie rauskaufen. Kein Mensch kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen. Noch nicht mal ein Privatversicherter und noch nicht mal ein Millionär. Und deswegen müssen wir dieses Thema global verstehen. Wir müssen verstehen, dass Gesundheitsherausforderungen mit Corona, mit Klimawandel, mit Artensterben nur global gelöst werden und dass wir in Deutschland eine verdammt hohe Verantwortung haben, weil wir mit anderen Industrienationen die Ersten waren, die diesen Dreck dann nach oben gepustet haben. Deswegen müssen wir auch die Ersten sein, die damit aufhören. Es gab Eckart von Hirschhausen von Oliver Krischer einen heftig kritisierten Satz, dem grünen Politiker, den er bei Markus Lanz zurückgenommen hat und sich auch entschuldigt hat. Er wollte vielleicht sagen, zu viel Klimaschutz kann Stimmen kosten, aber zu wenig Klimaschutz könnte vielleicht Leben kosten. Wenn er es so formuliert hätte, wäre es besser gewesen? Mir ist ganz wichtig, dass wir dieses Thema rauskriegen aus einer, das gehört einer Partei. Es gehört auch nicht einer Generation. Und ich bin auch sehr mitfühlend, weil eine gute Freundin gestern Nacht evakuiert werden musste aus einem Haus in Eifel. Und ich danke allen, die ihr dabei geholfen haben. Das wollte ich mal loswerden. Es ist dramatisch, was wir sehen. Und Sie haben das vorhin gesagt, das sind Bilder, die wir kennen, wir nur aus den Philippinen. Ich habe für mein Buch mit Ernst Rauch gesprochen, der bei München rückt seit 30 Jahren diese Risikoanalyse machen. Wir kommen in eine nicht mehr beherrschbare, nicht mehr besteuerbare, nicht mehr steuerbare und nicht mehr versicherbare Welt. Und das ist eben nicht mehr mit einer männlichen Aktion mit Gummistiefeln zu retten. Und wir müssen uns dieser Komplexität stellen und wir müssen das auch vermitteln. Als Arzt habe ich eine wichtige Reihenfolge gelernt. Erst die Diagnose stellen und dann über die Therapiemaßnahmen reden. Wir reden über Therapiemaßnahmen. Wir haben auch in dieser Sendung wieder über Windräder und über so und so und der CO2-Preismessdaten. Wir müssen erstmal die Diagnose stellen und die ist, wir sind in einer lebensbedrohlichen Lage. Unsere Mutter ist krank. Mutter Erde ist jetzt kein esoterisches Gewäsch, sondern wir zerstören gerade unsere Lebensgrundlage. Gesundheit beginnt mit etwas zu atmen, etwas zu trinken, etwas zu wohnen und erträgliche Außentemperaturen. Und all das steht gerade zur Disposition. Ich hatte mit Franz Timmermans über meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen neulich ein sehr bewegendes Gespräch. Und er sagte, Menschen haben sich meistens immer nur nach Weltkriegen, nach großen Krisen sozusagen geändert. Kriegen wir als historische verantwortliche Generation mit diesem 10-Jahre-Fenster etwas zu verändern, ist hin, ohne sozusagen die Vollkatastrophe schon zu haben, so viel auf die Wissenschaft zu hören, dass wir daraus aktiv Politik machen. Die Warnungen sind da, die Belege sind da, die Möglichkeiten sind technisch da, es ist auch Geld genug da. Es fehlt der politische Wille. Und ich glaube wirklich, dass Menschen, wenn man ihnen die Diagnose so klar stellt, sagen, Gesundheit ist bei uns Nummer eins. Gesundheit ist das, was ich mir wünsche, was ich meiner Familie wünsche, was ich jedem Angehörigen wünsche. Das ist das, worauf wir uns einigen können. Und erst recht die Gesundheit und die Freiheit der kommenden Generation. Das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Also bitte raus aus Parteipolitik, raus aus Jung gegen Alt, Stadt gegen Land. Wir schaffen das gemeinsam oder gar nicht. Und das hat die Industrie, ich frage das ganz bewusst, das hat die Wirtschaft tatsächlich auch schon verstanden. Es gibt ja genug, die sagen, die sind in vielerlei Hinsicht Vorreiter, weil sie wissen, dass ganze Branchen sonst unversicherbar in der Zukunft sind, wenn wir es mit dem Klima nicht so ernst nehmen. BlackRock, McKinsey, all die Big Shots das auch sagen, dann ist es doch keine linke grüne Spinnerblase mehr. Dann ist das wirklich eine bedrohliche Situation und wir brauchen dafür viel Geld, wir brauchen vor allen Dingen politischen Willen und jeder kann was tun. Er kann wählen gehen im September, er kann sein Konto auf eine nachhaltige Bank tun, er kann Ökostrom beziehen, er kann sich regional engagieren und wenn wir uns alle ohnmächtig fühlen, auch angesichts der Bilder,
dann muss doch diese Macht irgendwo sein. Und die Macht ist in Netzwerken, die ist in Institutionen, die ist in Parteien, die ist in Kirchen, die ist in journalistischen Kreisen. Und deswegen, das Thema muss uns allen wirklich das Herzensthema werden. Und mir ist es das schon.